Ja, hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem etwas anderen Gameplay-Commentary, nämlich es ist zum einen ein Live-Commentary, ja, wieder mal, und zum anderen ist es ein Battlefield 3 Beta-Gameplay und ich bin jetzt einfach in einen Server eingestiegen und ich hoffe, der laggt jetzt nicht so wie der vorherige, weil es war ziemlich unangenehm, es war ziemlich gelaggt und das lag, auch tot. Es lag nicht an meinem Computer, aber es lag an der Verbindung. Und da ich kein schlechtes Internet habe, lag es womöglich. Oh, fuck, da war noch einer. Scheißegal. Ja, ich bin einfach mal eingestiegen. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gut wird oder nicht. Aber ja, ich kann eben nicht garantieren, ob es ein wirklich cooles Gameplay wird oder so. Aber naja, ist ja auch ein Live-Commentary. Und ich bin ja auch immer nicht immer der Beste. Ach du Heilig. Nimm mal die Granate. Halt mal. Da war doch einer. Oh Mensch. Das geht so ein Stress ab bei diesem Spiel. Ich komme gar nicht zum Reden. Eben wie gesagt, ich kann nicht garantieren, dass es jetzt hier ein rupfiges Gameplay wird. Ah, und das Spiel ist schon zu Ende. Okay. Naja, egal. Ah, your team won. Ich habe gar nicht viel gemacht, weil ich gar nicht viel vom Spiel mitbekommen habe. Aber, naja, wir werden sehen. Fast Level 19, juhu. Also, hier, das ist mal das das Endfenster. Hier kann man sehen, wann die nächste Runde startet. Und hier sieht man zum Beispiel die Awards, die man hier gewonnen hat oder erreicht hat oder was auch immer. Und hier kann man sehen, zum Beispiel hier, Kits. Es gibt wieder die vier Kits, den Assault Kit, den Engineer, den Support und den Recon. Eigentlich fast genau gleich wie in Bad Company 2, nur dass der Medic gegen den Support eingetauscht wurde. Und der Medic jetzt eigentlich alles in der Assault-Klasse drinnen ist. Heißt, ihr könnt mit einem Sturmgewehr herumrennen plus ein Defri... ein Defibrillator, bla. Ich kann auch nicht mehr reden. Und mit Medipacks herumrennen. Der Support hat jetzt allerdings die Funktion. Hier kann man nochmal sehen. Die Funktion Ammo-Päckchen oder Ammo. Ja, Päckchen abzugeben. Und diese auch abzulegen. Und hier der Assault hat jetzt hier eben die. Kann man nochmal sehen, das Medikit und den Defibrillator. Hier kann man zum Beispiel, jede Waffe kann drei Accessoires, sag ich mal, drin haben. Zum Beispiel hier, ich benutze jetzt mal das erste Mal in diesem Spiel das das Infrarot Sight. Werde ich mal versuchen, denn ich habe es noch nie versucht, aber man hat mir gesagt, also ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass es eigentlich ziemlich geil ist. Also ich werde mal hier mein Bestes geben. Also ich habe hier jetzt, was habe ich drauf? Das Laser Sight, also so ein Laserpointer vorne drauf, den Schalldämpfer und jetzt eben das Infrarotvisier. Das ist ziemlich praktisch, um Gegner zu spotten. Vor allem hier in diesem Teil der Map, wo sich Gegner auch so in... fast. Wo sich Gegner so verstecken. Ha, nimm das. So, eben wo sich Gegner so in Büschen verstecken, sollte es ziemlich nützlich sein. Ich sehe, es ist wirklich verdammt nützlich. Ja, was ich noch zu OMP sagen kann, ist eine ziemlich geile Gun. Muss ich gestehen. Denn hat zwar nur 26 Schuss. Aber diese Gun ist wirklich cool. Muss sagen, wirklich cool. Schon einen Hitmarker bekommen. Geil. Mal sehen. So, mal sehen, was wir hier ausrichten können. Ich probiere jetzt mal die Bombe. Wow, was machst du hier, Kollege? Ich versuche jetzt mal hier die Bombe zu... Headshot. Die Bombe zu planten. Oder ich werde es zumindest mal versuchen. Zuerst aber hier das ganze Gebiet mal ein bisschen... sichern. Oh, scheiße. What? Oh! Wie bin ich denn jetzt hier gestorben? Okay, 5 Kills für das erste Leben ist nicht unbedingt schlecht. Wir wollen aber noch mehr. Momentan sind wir die Besten vom Team. Oder ich zumindest.
Mal schauen. Mal schauen, was es hier noch auszurichten gibt. Alter. Wer fickt mich hier an? Zum Beispiel hier kann ich das Medipack jetzt setzen. Ach, scheiße. Ah, bin ich nochmal gestorben. Naja, das werden wir jetzt schon noch hinkriegen, diese Bombe zu... Oh. Und das ist zum Beispiel, das ist jetzt Beta, man merkt's. Zum Beispiel solche Grafikfehler sind jetzt halt unvermeidbar in der Beta. Die Beta ist auch dazu da, das Spiel zu testen. Und dann auch ein Feedback abgeben zu können. Wie das Spiel jetzt auch schlussendlich ist. Und dann Fehler zu vermeiden. Das finde ich zum Beispiel sehr gut, im Gegensatz zu dem Call of Duty Franchise. Also DICE, die Entwickler von Battlefield, geben eigentlich den Spielern immer die Möglichkeit, das Spiel vorhin zu testen. Und das natürlich alles vollkommen kostenlos. Ah, ich kann sogar die Luft anhalten, das ist geil. Eben, wie gesagt, vollkommen kostenlos. Ist dort jetzt einer oder nicht? Nö, ich denke nicht. Hat sich gerade was bewegt. Boah, dort sind viele Dreiecke momentan. Mal sehen, ob ich dort eine Granate hinbekomme. Sieht nicht sehr gut aus. Ah, du bist Freund. Double Kill. Triple! Oh, ist cool. Ein Triple mit der Granate, wie geil ist das denn? Mal hier ein Medipack setzen. Kann zumindest nichts schaden. Oh, da sind ein paar abgekratzt. Mal sehen, ob ich ein paar von denen wiederbeleben kann. Ich habe gerade keine Ahnung, was abgeht. Mal sehen, okay. Entschuldigt, wenn ich jetzt vielleicht gerade nicht sehr viel rede, aber ich bin momentan etwas beschäftigt, wie man hier sehen kann. Ich versuche jetzt mal so eine Rambo-Aktion. Ach, scheiße. Ja, eben wieder dieser Grafik-Bug. Da kann man jetzt halt nicht viel machen. Aber wie gesagt, noch vielleicht zum Fazit, was ich vom Spiel halte. Also ich finde das Spiel absolut genial. Also wenn ich mal so ehrlich sein kann. Also selbst wenn es Beta ist, finde ich dieses Spiel wirklich genial. Also es ist wirklich gelungen. Komm. Geh weg. Geh weg, mein Sohn. Geh weg. Mal sehen, ob wir vielleicht von hier etwas ausrichten können. Also ich glaube, wir haben das jetzt ziemlich gut hingekriegt. Die Bombe. Oh, 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 Headshot. Okay, war vielleicht kein Headshot, aber okay. Ihr werdet alle draufgehen. Oh, und warum war das jetzt ein Assist? Kann mir das vielleicht jemand erklären? Warum das jetzt ein Assist war? Naja, ist ja auch egal. Ich habe... Ui. Ui, ich häng fest. Hui, und das Medipack ist gerade verschwunden in... Oh, mal sehen, den kann ich sicher hier wiederbeleben. Oh, fuck. Komm mal. Nein, jetzt kann ich nicht mehr wieder. Nein! Okay, ist ja egal. Diese 100 Punkte hätte ich jetzt noch machen können, aber... Naja. Ist auch nicht so schlimm. Und vor allem, ich glaube, in den Höhlen ist dieses Infrarot-Visier ziemlich praktisch, denn dort ist es dunkel. Jetzt gehen wir in die Metro. Und das ist zum Beispiel, das finde ich an dieser Map ziemlich cool. Man kommt von eigentlich ziemlich offenem Gelände zurück in ein ziemlich enges Gelände von... ziemlich weitläufig bis zu ziemlich engen Gängen und so weiter. Also ist ziemlich gut durchdacht, finde ich. Oh, und es laggt. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Was war das gerade? Oh, scheiße, ich muss hier ein wenig hinlegen. Wow, was war das gerade? Jetzt habe ich so gut angefangen und jetzt beginnt es zu laggen. Alter, das ist so mühsam. Seit irgendwie vorgestern laggen alle Server extremst. Das ist wirklich mühsam und echt, es ist... Schaut euch das mal an. Es liegt garantiert nicht an meinem Computer, weil mein Computer ist eigentlich stark genug für dieses Spiel. Glaube ich zumindest. Headshot, Biatch! Ich bin mal...
Aber ich glaube, das ist ein Problem bei DICE, beziehungsweise den den EA-Servern. Aber ist ja auch der letzte Tag. Eben die Beta ist morgen fertig. Morgen um 24 Uhr. Weiß nicht, ob unsere Zeit jetzt das... Mal sehen. Dort ist niemand mehr. Dann können wir mal sehen, ob wir hier ein bisschen vorrücken können. Ach du Heiliger! Diese Lags gehen mir unglaublich auf den Sack. Wirklich. Oh, scheiße, das ist Kollege. Hui. Naja. Ich gehe mal den Typen dort wiederbeleben. Das ist mein Squad-Mate, übrigens. Und den Camper dort ausnehmen. Ui, Heiliger. Okay. Sonst noch jemand, der hier blöde Fresse hat. So, wow, die Lags. Wow, schaut euch das mal an. Naja, kann man auch nichts machen. Zum Glück kann ich auf meinem Let's Play-Kanal mehr als 15 Minuten uploaden. Dieses Gameplay wird garantiert länger als 50 Minuten. Also da bin ich mir fast zu 100% sicher. Mal sehen, was es hier so gibt. Junge, leg dich nie wieder mit mir an. Mal sehen, ob wir den Typen hier... Ach du Heiliger, da ist ein Typ. Ah! Wie habe ich das jetzt überlebt? Wie... Boah. Die Lichteffekte sind auch ziemlich gut gemacht. Und ich habe diese Typen jetzt gerade so auseinandergenommen, das ist unbeschreiblich. Gut, mal sehen. Boah, lag. Ich hänge fest und es laggt. Boah. Mhm, mal sehen. Okay, hier gibt's ein paar. So, nimm mal dieses Medipack, wenn du schon hier so Rambo spielst. Ah, nein, hier. Ja, jetzt wollte ich den gerade wiederbeleben. Konnte ich aber leider nicht, denn er war schon zu stark verblutet. Ha. Oh, diese Lags, Alter. Dort war auch niemand, obwohl ich gedacht habe, da wäre jemand. Ich gehe mal hierhin ein bisschen zurück, so ein bisschen Backup. Boah, diese Lags, das ist krank, ey. Früher habe ich hier flüssig gespielt, und zwar ziemlich. Okay, ich gehe mal versuchen, eine Bombe zu planten hier. Zuerst aber diesen Typen mal wiederbeleben. Hier sind eindeutig zu viele unserer Leute. Ich gehe mal schauen, ob ich hier von der Flanke etwas her... Von der Flanke etwas... Oh, scheiße. Ja, ich bin hier eindeutig ein bisschen zu krass im Offenen. Aber wie das laggt, das nervt so dermaßen. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alter! Boah, ey. Ah, der ist schon weg. Wow. Ja, warum ist der hinter uns? Das frage ich mich gerade. Naja. Ich denke, wir können hier nicht mehr viel ausrichten. Ich meine, dass hier die Maps ein bisschen noch ein bisschen Balancing erfordern, denn so gut man als Attacker auch sein kann, man muss wirklich verdammt gut sein, um hier groß weiterzukommen als über die erste Base. Das ist ein bisschen schade, denn wir haben eigentlich ein ziemlich gutes Team momentan, also ich kann jetzt gerade nicht groß klagen, aber... Oh, du Scheiße. Haha. Nächstes Mal was nächstes Mal? Ach du Scheiße, Alter. Oh, wir haben... Ach. Scheiße, den hätte ich eigentlich haben können, aber naja. Naja. Zweitbester vom Team, nicht schlecht. Und der... Boah, der Arschloch. Nur weil ich gerade ein bisschen am Rumlägen bin, kann ich ja auch nichts dafür. Schaut euch diese Lags mal an, die gehen mir so auf den Sack. Wirklich. Ich verstehe nicht, warum ich das Spiel bis vorgestern oder gestern flüssig spielen konnte und jetzt auf einmal gar nicht.
Naja, naja. Mal sehen, was wir hier so für Typen haben. So, nehmen wir diesen Typ. Ja, aber garantiert! Wow, was soll das? Dieses Spiel, ja, ja, klar, es ist halt... Es ist verdammt geil, aber es braucht noch ein wenig Balancing. Zum Beispiel, man kratzt zu schnell ab. Das haben sie gesagt, sie werden es fixen. Also da bin ich ziemlich froh, denn man stirbt verdammt schnell. Wirklich verdammt schnell. Und was ist jetzt wieder los? So, man stirbt wirklich verdammt schnell in diesem Spiel. Aber sie haben gesagt, das wird im Hauptspiel nicht mehr sein. Was ich ziemlich gut finde, denn man hat wirklich meistens fast keine Zeit mehr, um zu reagieren. Da kann man noch so gut sein. Aber mal sehen, ne? Das Spiel ist eh bald zu Ende, mal diese... Oh, hallo, mein Freund. Boah, nein, warum hab ich dich nicht mehr... Oh, Homo. Jetzt habe ich nur den Assist bekommen. Ah, du bist tot, gut. Sehr gut, sehr gut. Ja, wir sind am Verlieren, aber wenigstens habe ich gutes Teamplay gehabt. Oder gemacht. Zwar keine Bombe gelegt, aber naja. Wird mir jetzt auch keiner übel nehmen. Habe nicht gerade die schlechteste KDR, so. Also, naja. Naja. So, jetzt nehme ich Wunder, wie lange dieses ganze Dingsbums hier ist. Aber naja. Mit den ohne Lags wäre ich wahrscheinlich ein bisschen besser gewesen. Aber naja, da kann man ja jetzt auch nicht gerade viel machen. Ja, und hier eben, wie gesagt, das ist der Schlussbildschirm. Und ja, hier habe ich halt ein bisschen mehr. Als letztes Mal. Naja, war nicht ein schlechtes Spiel. Naja, ich denke mal, ich verabschiede mich von diesem Live-Commentary. Und wir sehen uns bei meinen Let's Plays. Bis dann. Peace.